Hi Leute und willkommen zum Abo-Special. Danke für die 123 Abonnenten. Ich habe jetzt etwas später gemacht, aber ja, ich mache einen Ausritt ins Dorf mit Cookie. Ich habe es ja gesagt, dass ich das mache. Also da hinten ist schon der Feldweg. Also ich blende euch mal eine Zeitraffer ein, wie ich zum Feldweg reite. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep and now you're dead to me. Jetzt sind wir bei den Feldern. Dort ist eine fette Pfütze. Das Gras ist nass. Also habe ich auch die perfekten Schuhe an. Stoffschuhe. Aber ist egal. Ich blende euch mal eine Zeitraffer ein bis dort hinten. Ich reite zwischendurch Schritt, Trab, Galopp noch nicht, weil Cookie noch nicht aufgewärmt ist. Oh. So Leute, ich bin kurz stehen geblieben. Zeitraffer endet jetzt auch. Also das kann auch ein Trip werden. Deswegen wird das Video heute auch etwas länger. Das ist eine Frage an euch, weil ich habe ja in meinem ersten langen Video angekündigt, dass ich eine Serie namens This is the Best Dog Gypsy machen will. Wie gesagt, es soll keinen angreifen, es ist nur für mich der beste Hund. Und ja, dann dachte ich, mache ich mal so eine Serie. Soll ich in einer Folge auch mal ein Video machen, wo ich mit ihm spazieren gehe? Nicht ganz bis zur Straße, sicherlich nicht dahin, auch nicht da lang, weil dort kann ich nicht mehr so gut filmen, weil dort sehr viele Häuser sind und ich weiß welchen und Autos. Da kommt wahrscheinlich mal das ein oder andere Kennzeichen dazwischen, das ich nicht bemerke. Deswegen wäre das da etwas schwerer. Aber ich würde dann auch hier, wo ich jetzt gerade abbiege, in Richtung Dorf reiten. Aber natürlich nicht ganz bis zum Dorf, so bis zu diesem Feldende. Vielleicht auch mit einer Freundin. Man weiß es nicht. Ich habe so eine Serie schon mal gedreht eigentlich. Aber ich möchte sie ganz gerne neu drehen, weil die ist echt schlecht geworden. Ich hatte da nicht so gute Kameraqualität. So Leute, ich habe jetzt gerade kurz nicht mitgefilmt. Cookie und ich sind gerade in den Trab gegangen. Cookie, beruhig dich. Seine Mähne sitzt komplett kacke. Aber ja. Nein! Cookie ist wasserscheu oder er tritt nach Wasser aus. Frag nicht, er ist frech. Leute, bevor ihr jetzt was sagt, ich weiß, dass das nur ein Steckenpferd ist. Ich weiß, dass die nicht leben, Leute. Aber es ist halt Hobbyhorsing. Und dabei geht es so zu tun, als wäre dieses Pferd echt. Und ja, sich einen eigenen Charakter dafür auszudenken, den man gerne haben will. Also, ja, bitte versteht das. Wir machen gleich, wenn wir neben dem grünen Feld sind, eine kleine Galoppstrecke. Oder wir fangen, glaube ich, auch jetzt schon an zu galoppieren. Ja, ich filme das auch von der Seite. Gerade einen kleinen Ausschnitt von der Seite gesehen. Wir gucken hier und ich springe jetzt nochmal über diese Pfütze dort. Ja. Übrigens, falls ihr euch wundert, was so klimpert, in unserem Dorf ist halt so ein kleines Geschäft, das gehört meiner Tante und da wollte ich mir gleich auch noch was kaufen. Ich zeige euch natürlich den Namen davon nicht, aber wir gehen da zusammen rein, aber ich zeige euch den Namen nicht, weil sonst wüsstet ihr ungefähr, wo ich wohne und das wollen wir nicht. Also will ich nicht und meine Mama auch nicht. Ja. Leute, ich sage euch auch mein Alter nicht. Wir haben gleich die Straße erreicht. Ich blende euch jetzt mal eine kleine Zeitraffer ein, wie ich zum Bürgersteig reite. Hey! Leute, das wäre jetzt
gerade wollte ich die Zeitraffer kurz wenden. Cookie ist in eine Pfütze getreten, hat gescheut, hat ein bisschen gebuckelt kurz, aber dann geht die Zeitraffer auch weiter. Wollte ich nur kurz erklären. Dann parkt ein Trecker. Also, da müssen wir noch dran vorbei. Es kann sein, dass Cookie anfängt da zu scheuen. Ich weiß es aber auch nicht. Heute, übrigens, ich wollte mal so fragen, weil bei Hobbyhorsing, wer von euch Hobbyhorsing macht, das betrifft jetzt hauptsächlich die, ob ich mal ein Erklärungsvideo machen soll, wie man austretet. Ja. Ach so, der Trecker fährt doch. Der fährt doch. Und da hinten ist einer Feld, macht eine Feldarbeit. Aber soll ich das mal machen? Schreibt das definitiv in die Kommentare, weil ich könnte es auch machen. Mir hat das selber jemand so erklärt und ein paar Übungen dafür. Ich mache kurz auf Pause, weil der ist laut. So Leute, der Trecker ist weg. Ich filme den von hinten nicht, weil der ist zu nah. Wegen dem Namen, Nummernschild. Boah. Ich wollte noch sagen, vielleicht hat, also irgendwie ist das gefühlt ein Labervideo. Aber egal. Ich wollte noch fragen, war jemand beim CRG dort? Weil ich habe dort mit Cookie und Pearl, mit Pearl bin ich dort mit im Verein gesprungen, hinten in der CRG-Halle. Und mit Cookie habe ich eine Mannschaftsdressur gemacht in der TVC-Halle. Also das waren die Sachen, die wir da gemacht haben. Beim Cityfest haben wir alles Mögliche gemacht. Also ich wollte noch fragen, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da wart, weil dann habt ihr mich schon gesehen. Aber schreibt auf gar keinen Fall meinen Namen in die Kommentare. Das möchte ich nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal eine kleine Galoppstrecke. Ich hänge mir mein Handy mit dem Band hier kurz um. Ja. Und go! Oh Gott, Leute! Diese Tasche, falls ich mal kurz nicht filme, wo auch mein Geld drin ist, die ist nur komplett runtergerutscht. Zum Glück habe ich die festgehalten, sonst wäre ich gestolpert. Gleich sind wir beim Zentrum des Dorfes, also der Anfang, wo die ganzen Dorffeste wie Dorffest, Schützenfest und sowas stattfinden. Ich werde vielleicht auch mal mit einer Freundin demnächst was drehen, mit der habe ich dieses eine Springvideo gedreht. Ich muss mich kurz ausruhen. Nicht ausruhen, sondern durchatmen. Okay. Also mit der habe ich auch dieses eine Springvideo-Short, zwei Springvideos gedreht. Die macht auch Hobbyhorsing. Von der habe ich Hobbyhorsing. Das ist eine meiner Freundinnen, die wohnt nicht im Dorf, aber auch hier in der Nähe. Oder mit einer anderen Freundin, die wohnt ganz woanders, aber trotzdem werde ich mit der mal Videos machen, wahrscheinlich. Also die beiden sind auch im Verein. Oh Gott, da hinten kommt schon wieder ein Trecker. Oh, heute ist ganz großer Erntetag gefühlt. Aber das ist mal so. Ja, da kommt ein Trecker. Und dann sehen wir uns mal, würde ich sagen, gleich wieder. Okay, ich bin noch fast am selben Ort. Wir waren vorhin da hinten irgendwo. Ja. Ich darf derzeit nicht mehr nach vorne filmen, weil sonst seht ihr, in welchem Ort ich wohne. Weil da hinten steht ein Schild, wo der Ortsname draufsteht. Ich wohne zwar auch da ganz hinten noch in diesem Ort, aber hier steht auch ein Schild, wo der Ortsname draufsteht. Deswegen ist es gerade ein bisschen stressig, ich muss die ganze Zeit so filmen. Und Leute, falls das wackelt, Entschuldigung, in Galopp ist das schwer, Reitersicht zu filmen, okay? Ich benutze halt nicht nie Kamera oder Helmkamera. Ich benutze immer, wie heißt das, Handy.
Okay, der war irgendwie am Grubbern oder ist gerade am Grubbern. Ich weiß nicht, ob der noch weitermacht. Ich bin mir nicht sicher, weil er hat gerade schon was abgelegt. Und das Feld sieht auch ziemlich fertig aus. Aber ja, falls der hier nicht mehr weitermacht, muss ich gleich hier warten oder schleunigst über den Feldweg dort. Was für Feldweg? Das ist gar kein Feldweg. Oh, nee. Doch, ist es. Dann muss ich da gleich schleunigst rüber, aber entweder kommt er dort oder dort hinten dann. Aber es sieht so aus, als würde er dann erst dort hinten. Aber trotzdem sollte ich hier rüber. Oh Gott, ich beschreibe zu viel. Ah ja, er macht weiter. Das ist doch schön. Also jetzt sind wir beim Zentrum. Das, was ich eben meinte. Das ist auch öffentlich. Ich könnte da gleich nochmal mit euch drauf gehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wir sehen uns, wenn ich richtig im Dorf bin, wieder. Leute, ich würde jetzt behaupten, wir sind vernünftig im Dorf angekommen. Also vernünftig genug, weil im Dorfmitte ist doch so Kapelle, oder? Weil wir sind fast bei der Dorfkapelle. Aber irgendwie ist das bei uns nicht die Dorfmitte, sondern Dorfanfang. Ist das bei euch auch so, wenn ihr im Dorf wohnt? Schreibt das mal rein. Oder habt ihr überhaupt eine Kapelle? Weil ich wohne in einem altmodischen Dorf mit 1000 Bauernhöfen. Muss ich wirklich so sagen? Ja, falls ihr im Dorf wohnt, schreibt mal rein. Dorfkapelle habt ihr oder nicht? Und wenn ja, ist Anfang, Mitte oder Ende? Ja, also wir biegen jetzt ab in die Nähe des Ladens. Okay, runter hier. Da hinten kommt irgendwie ein Trecker und ich war so schlau und bin mitten auf der Straße stehen geblieben. Also ja, würde ich jetzt mal sagen. Der Trecker ist noch in der Nähe, deswegen ist jetzt sehr laut. Ich check mein Handy gerade nicht, Leute. Weil hier steht irgendwie, ich weiß nicht, ob ich schon zu viel Speicherplatz verbraucht habe, dass jetzt schon so eine Warnung kommt. Du kannst bald nur noch 59 Sekunden filmen. Ja, Leute, ihr seht mal, was ich alles für euch verschwende. Speicherplatz. Aber das ist nicht schlimm. Ich lösche die ganzen Sachen, glaube ich, auch irgendwann mal von meiner Galerie. Ich kann sie ja immer noch auf YouTube betrachten. Meine Meisterwerke. Nein, Spaß. Okay, wir sind jetzt auf dem Bauernhof meiner Tante. Ich darf gar nicht mehr rumfilmen. Deswegen seht ihr gerade kaum noch die Umgebung, sondern nur Cookie. Okay, krass, darf ich schon filmen, würde ich sagen, oder? Oder? Darf ich Gras filmen? Ja, ich habe ja auch das Ziegel gefilmt. Also Gras ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay, da sind gerade Leute, deswegen. Ich bin nämlich so normal wie möglich, würde ich mal jetzt sagen. Ja. Ich mach kurz auf Pause. Das ist ja schon sehr normal mit dem Hobbyhorsing. Aber egal, ich mag's. So Leute, ich war ja in diesem Geschäft. Ich habe da mir jetzt so Tricks und Hanuta gekauft. Ich habe auch noch 2 Euro bei diesem Eis gefunden, weil da kann man sich gerade irgendwie nichts kaufen. Da waren irgendwie 2 Euro. Ich habe die Menschen hier gefragt, per Übersetzer, ob das Geld von denen ist, aber das war nicht von denen und es kann von jedem einzelnen Menschen aus dem Dorf sein und das wäre jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, aber ich filme am besten jetzt nicht mehr den Rückweg zurück, weil der Rückweg, ich langweile mich da immer so, dass ich einfach irgendwas mit mir selbst tratsche. Das wollt ihr euch nicht reinziehen, glaubt mir. Aber trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne demnächst noch ein Video filmen. Ich weiß nur nicht was. Also Cookie und ich sagen dann schon mal Tschüss und dann... Bye! Pepsi! Ja, Junge! Ja, mein Großer! Mein Großer, komm! Ja, komm!